Hallo, hier ist der Rayjan und heute kommt so eine Art Tipps und Tricks Video für eine Freundin von mir. Und ja, die kam mit dem Kampf gegen Kagusan nicht ganz klar bei Naruto Storm 2. Und ich weiß jetzt nicht, ob du diesen Kampf meintest oder den Kampf, wo du mit Naruto gegen ihn kämpfst. Ich habe jetzt einfach mal beide Kämpfe aufgenommen. Und ja, ich hoffe, ich kann dir mit diesem Video weiterhelfen. Ich muss ihn, um für diesen Bonus zu bekommen, mit dem ultimativen Ninjutsu Dreier kommen, keine Ahnung, ihn besiegen. Und das werde ich auch. Nebenbei gemerkt noch, ich habe zuerst das Gameplay erspielt und dann den Sound im Nachhinein, also das, was ihr gerade hört, wie ich euch zutexte, eingefügt. Deswegen passt das jetzt alles synchronmäßig vielleicht nicht ganz. Ja, Tipp für diesen Kampf, um für den Bon. Der Kampf, ah ja, noch eins wollte ich hinzufügen. Der Schwierigkeitsgrad ist auf Mittel eingestellt. Glaube ich zumindest, weil unter Option stand Schwierigkeitsgrad für den Computerspieler im freien Spiel. Ob das jetzt für den Story-Modus auch so geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall vermute ich mal, dass der Schwierigkeitsgrad auch normal ist. Um den Dreier ultimativen Ninjutsu da anzuwenden, muss man halt immer diese Teamtechnik ansetzen, wie von Ino und Shoji. Immer schön, bei mir ist das jetzt mit der L2 und R2-Taste der Fall. Ja. Und wenn ich jetzt in einer ganz bestimmten Stufe bin, kann ich auch mit Dreieck und dann die Viereck-Taste sozusagen, wo ich diese ganz vielen Messer werfe, schneller meine Team-Kombo da aufladen und somit dann jetzt, wie man gerade sieht, diese Technik anwenden. Ja, schnelles Spiel. Der Kampf ist ganz einfach. Ich glaube, gegen den hattest du keine Probleme. Ich glaube, du meinst wirklich diesen Hauptkampf. Ja. So, den Hauptkampf, der ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß wie. Aber ich muss zugeben, das ist einer der schwierigen Endkämpfe in Naruto Storm 2. Ja, da ist die Voraussetzung, Kunst des Tausches viermal anzuwenden. Das schaffe ich auch in dem Video. Da ist auch ein guter Trick, wenn er seine Messer wirft, dann einfach diese Taste für den User des Tausches so öfter ganz schnell hintereinander so drücken. Irgendwann klappt das. Ich habe die Steuerung so geändert, dass ich das mit R1 und L1, Taste ganz schnell machen kann. Ursprünglich war das nämlich mit den L2 und R2-Tasten der Fall, nur für alle PS3-User, ihr wisst, dass es ein bisschen wegen hinten dieses ganz schnelle Drücken ein bisschen scheiße mit dem Controller gemacht. Deswegen habe ich das bei den Steuerungen das einfach umgetauscht. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kommt schnell rein. Und ja. Der Kampf gegen Karusa. Hier kann man übrigens ruhig Teil seines Lebens verlieren. Ich faile auch ein bisschen am Anfang, weil ich die ganze Zeit versuche, dieses Tauschjutsu anzuwenden. Aber hier kann man ruhig ein bisschen Leben verlieren, weil sobald die erste Kampfsequenz, wo man Tasten drücken muss und alles bestens besteht, dann füllt sich das Leben auch wieder auf. Somit solltest du es eigentlich einfach haben. Ja, wie gesagt, der Anfang ist ein bisschen fail, weil ich ganz einfach versuche, das Kunst des Tausches anzuwenden. So, kleiner Tipp, wenn du eine Combo machst, musst du ja auch zum Beispiel nach oben gedrückt halten, damit du ihn hochschlägst zum Beispiel oder sowas. Muss man mit Doppel-X zum Beispiel, oder wie es bei den Xbox-Controller, weiß ich jetzt nicht, weil du spielst ja das Spiel mit der Xbox. Auf jeden Fall mit Doppel-X, dann sprintest du auch nochmal zu ihm und dann machst du nochmal eine zusätzliche Combo, machst schön Damage. Und immer wenn das jetzt zum Beispiel so aufleuchtet, dass er jetzt so diesen Combo auffüllt, dann lade dein Chakra auf, damit du es für später sozusagen voll hast. Beachte das Leben. Jedes Mal, wenn wir schnell genug die richtige Taste drücken, füllt sich unser Leben. Und ja, ich hoffe, du bist gut in dieses schnelle Drücken. Das ist nämlich ganz wichtig, um auch den Geheimfaktor freizuspielen. Hier ist auch ein kleiner Vorteil, du kannst einfach willlos irgendwelche Tasten drücken. Er nimmt das als richtig an. Also ich persönlich drücke trotzdem in der richtigen Reihenfolge die Tasten. Aber wenn es gar nicht geht, dann drücke einfach irgendwie sinnlos ganze Zeit die Tasten, weil er markiert das nicht als falsch an, wenn du außerdem eine falsche Taste gedrückt hast, sondern nur die Tasten, die er richtig markiert hat. Also richtig gedrückt hat. Somit
Trommel auf deine Tasten vom Controller drauf, wenn du damit Schwierigkeiten haben solltest. Hier ist er nun in nennen wir es mal Ultraform. Jetzt funktionieren die ultimativen Techniken nicht und dieses Greifen funktioniert auch nicht bei ihm. Da wir aber bei dem Kampf sowieso keine ultimativen Jutsus anwenden können, ist das scheißegal. Und das meine ich, immer wenn er seine Messer wirft, schön die Tasten Jutsu, Tauschjutsu anwenden, damit man diese Bonusaufgabe vervollständigen kann. Das ist hierbei am einfachsten, weil er ziemlich oft diese Messerwürfe macht. Hier hat man gerade gesehen, dieses Packen funktioniert nicht. Ich bin ein bisschen aus der Übung, deswegen gelingt mir das nicht mehr so gut. Und zack, da habe ich den Erfolg. Jetzt kann ich in aller Ruhe draufballern und ihn ganz schnell erledigen. Und immer wenn er dich angreift, dann auch ständig mal das Tauschjutsu, diese Taste, immer drücken, so oft wie möglich, damit man halt seine Techniken kontern kann. Da leuchtet es wieder, wenn möglich, das Chakra schnell aufladen. Ich habe in diesem Fall das nicht machen können. So, nun kommen wir zu dieser Form. Wenn er hier soweit ist, ist es eigentlich nur noch ganz einfach. Naja, so gut wie einfach. Wenn er zum Beispiel solche Techniken anwendet, einfach ein bisschen durchs Feld laufen und dann richtig ausweichen. Das ist ganz easy. Und dann, wenn er nicht angreift, gut, hier fail ich gerade, immer mit dieses Chakra aufladen und dieses mit der Viereck-Taste in meinem Fall diesen Schuriken werfen. Dadurch kriegt er schon Damage, du bist aus der Range von ihm und ja. Und immer wenn sich das Bild leicht so nach hinten bewegt, dann erkennst du auch, dass er einen Angriff starten will. Somit, wie ich hier gerade tue, läuft's einfach. Reicht vollkommen aus. Und zack, das Bild ändert sich. Und jetzt macht er so einen Fallstart. Bei dieser Technik, wenn er das anwendet, dann weißt du hast ihn. Du läufst einfach weg und dann schnell zu ihm hin, um die richtige Taste zu drücken und dann kommt schon die nächste Sequenz. Naja, nicht wirklich die nächste Sequenz, aber sozusagen jetzt kannst du ihn richtig ordentlich Damage reinhauen. Man kann ihn mit einer Combo draufhauen. Ich persönlich dachte mir so, ach, nur so schönes Riesenrasengang. Tut's auf. Jetzt will diese Feigling natürlich abhauen, denn da empfehle ich so viele Schulden wie möglich hinterher zu werfen. In diesem Modus ist er sehr gefährlich. Das ist eigentlich das Schwierigste am gesamten Kampf. Denn er benutzt jetzt eine Technik nach dem anderen. Ich habe hier den Fehler gemacht, dass ich angegriffen habe, statt abzuhauen. Gut, ein paar Techniken kann ich ausweichen, aber nicht allen. Hier ist es auch wichtig, bleib in Bewegung, lauf einfach. Zum Glück haben wir nicht so viel Damage abbekommen. So, jetzt ist er wieder in seinen scheiß Kokon versteckt. Hier also dasselbe wie am Anfang, schon die Schurikens werfen. Wenn du siehst, er macht eine Technik, bleibt in Bewegung, kannst du ganz easy ausweichen. Na gut, hier habe ich fail ich wieder. Aber es reicht einfach, wenn du da schon zur Seite gehst. Bei diesem Schlag muss man aufpassen, denn wie man gerade gesehen hat, der bewegt ihn noch zur Seite. Wenn du ungünstig stehst, musst du dann im richtigen Moment springen. Bei der Feuertechnik springe ich auch sehr gern. Aber. Da habe ich einen Schuriken zu viel geworfen. Den konnte ich nicht ausweichen. Muss man halt das richtige Auge für haben. Ja, an sich, der Vorgang wiederholt sich wieder und wenn das kommt, dann hat man wieder sehr vieles geschafft. Wie gesagt, es reicht einfach zur Seite laufen. Jetzt ist er angeschwächt mit der Taste. Ach ja, man hat ja auch ein bisschen Zeit. Wenn dein Chakra niedrig ist, dann lad ruhig ein bisschen auf und dann drück jetzt die Taste. Lass dir aber nicht zu viel Zeit, weil sonst regeneriert er sich. Dann ist der Kampf unnötig länger. Jetzt macht er wieder diese hässliche Technik, das ist eigentlich das einzige Gefährliche an dem gesamten Kampf. Hier muss man
einfach in Bewegung bleiben. Hier habe ich schon wieder gefailt, aber ist nicht schlimm. Jetzt geht er wieder zurück zu seinem Kokon. Chakra aufladen, wäre jetzt hier empfehlenswert. Ja, dann mach ich's. Da hatten wir Glück im Unglück, dass seine erste Technik uns so rausgehauen hat, dass die zweite Technik nicht getroffen hat. Aber was soll's. Da sieht man wieder, da habe ich diesmal rechtzeitig reagiert und keinen weiteren Schulden geworfen, damit ich ausweichen kann. Und hier laufen wir wieder einfach. Keine große Kunst. Ja, nicht mehr lange, dann haben wir ihn. Ist wird da zur Sicherheit gesprungen, weil er diese scheiß Technik zur Seite noch macht. Und da blinkt er wieder. So, wir haben ihn rein theoretisch schon besiegt. Wir müssen nur noch die letzten Knöpfe drücken. Und das halt, dazu habe ich schon die nötigen Tipps ja erzählt. Ja, ich hoffe, du schaffst das. Na, da habe ich das eine X vergessen zu drücken, aber es hat ja doch noch geklappt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen mit meinen Tipps und Tricks und diesem Gameplay, was ich hier jetzt dir zeige. Viel Erfolg mit dem Spiel und viel Spaß, das Spiel ist geil. Gut, dann... Ich brauche eigentlich nichts mehr sagen. Ich beende die Aufnahme. Ich lasse noch das Gameplay laufen. Könnt ihr ja bis dahin euch angucken. Okay, erstmal, ne? Ich wünsche dir Glück. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wenn du noch Fragen hast zu einem anderen Gameplay, dann welchen Kampf, wo ich noch Tipps und Tricks dir zeigen kann, dann schreib mich einfach an. Ja, du hast mich ja bei Facebook. Und ja, für die anderen Fans, die sich das angeguckt haben und ihr irgendwelche Spiele habt, wo ihr nicht weiterkommt und ich die zufälligerweise besitze und ich weiß, wie ich euch helfen kann, schreibt mich an, dann kann ich ja nochmal so eine Serie draus machen. Na gut. Dann mach's gut. Ciao. Yondaime.